Es gibt gute Neuigkeiten. Wie beim letzten Film erwähnt, wollte ich das Motorrad hier nochmal beim TÜV vorführen, bevor wir mit dem Umbauprojekt starten. Das ist jetzt geschehen, das Motorrad hat TÜV neu und das bedeutet, wir können endlich loslegen, an dem Bike zu schrauben bzw. alle Komponenten zu demontieren, die wir im Rahmen des Bike-Projekts austauschen werden. Viel zu berücksichtigen gibt es da eigentlich nicht. Schaut ab und zu mal unten ins Textfeld rein, weil da werde ich alles erwähnen, was mir nachher beim Filmzusammenschnitt noch einfällt, was man hätte erwähnen müssen, werde ich da unten nochmal aufführen. Ansonsten bitte ich euch auch, nutzt die Kommentarfunktion unten, wenn ihr noch einen guten Tipp habt, wenn ihr eine Anregung habt oder gute Ideen, was man berücksichtigen muss, bin ich euch noch so dankbar dafür. Hier in diesem Sinne würde ich sagen, nicht nur die ganze Zeit labern, der eine oder andere ist sicher schon genervt, lasst uns endlich anfangen mit dem Schrauben hier. Mir geht es so wie einem kleinen Jungen, der vor Weihnachtsbaum hockt und endlich seine Geschenke auspacken darf, dass ich endlich loslegen darf, hier mit der Schrauberei. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns einfach mal starten und los geht's.
Was ihr hier sehen könnt, ist das Ergebnis von ca. 5 Stunden Schrauberei. Ich habe jetzt mal alles entfernt, was im Rahmen des Bike-Projekts eigentlich erneuert oder ausgetauscht werden soll. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt eine ideale Basis für den Neuanfang. Und jetzt kommt es auf euch drauf an, wie ihr das Bike designen werdet.